Hallo aus Albanien. Ich bin jetzt in einem kleinen Städtchen im Norden von Albanien, wo ich heute Morgen mit dem Bus hingefahren bin. Die Busse waren wie immer ein bisschen eine Challenge, aber es ging eigentlich. Und jetzt bin ich hier angekommen und bin hier in den wunderschönen Bergen. Mittendrin. In Albanien bin ich jetzt noch 5 volle Tage. Und wir werden hier auch ein bisschen wandern gehen im Norden und dann mal sehen, was die Woche bringt. Ich besuche nämlich hier meine beste Freundin, die jetzt 2 Monate lang hier ein Praktikum gemacht hat, hier in Pucke, in einem Community Center, was ich heute auch schon besucht habe. Und ja, dann reisen wir jetzt noch ein bisschen herum in Albanien und lassen das Ganze ziemlich entspannt auf uns zukommen. Also wir haben natürlich ganz so viele Pläne. Am nächsten Tag wandern wir zum Stein der Elfen. Dutzende Legenden gibt es für diesen Ort und Elfen soll es natürlich auch geben. Weiter geht's deutlich weiter südlich, nach Chiricastra, einer UNESCO-Weltkulturerbestadt. Wir sind in der UNESCO-Weltkulturerbestadt Chiricastra angekommen. Von Tirana dauert sie nur ca. 4 Stunden mit dem Bus, was eigentlich eine ganz angenehme Fahrt war. Wir haben uns hier schon das Schloss angeschaut und jetzt den Bazar in der Altstadt, der sehr, sehr schön erhalten ist oder quasi schön auf alt gemacht. Jetzt spazieren wir noch ein bisschen herum und schauen uns die Stadt noch weiter an. An unserem letzten Tag fahren wir nach einem Geheimtipp von unserem Vermieter nach Bendre. Ein kleiner Ort, der vor allem durch seine Hot Springs bekannt ist. Wir genießen die heißen Bäder und wandern in der Schlucht herum. Hallo, ich habe tatsächlich vergessen, ein Outro zu filmen. Wie man erkennen kann, bin ich nicht mehr in Albanien, sondern schon wieder zurück. Ich habe die Reise sehr genossen, muss aber sagen, dass ich froh war, dass meine Freundin Caro schon in dem Land davor war und sich ausgekannt hat, weil es ein bisschen eine Challenge ist, zurechtzufinden, vor allem was das Englisch angeht von den Albaniern und einfach ein paar Sitten oder Bräuche oder Dinge, die hier einfach so sind, die ich noch nicht wusste und die ein bisschen schwieriger, sagen wir mal, zu beachten sind wie in anderen Reiseländern. Zum Beispiel gibt es ganz wenige Restaurants, was aber nicht üblich ist, außerhalb zu essen. Es gibt zwar viele Cafés, aber da gibt es leider nicht wirklich Essen. Das heißt, Reisen in Albanien ist noch nicht so easy, weil das Land touristisch einfach noch nicht so erschlossen ist. Aber ich würde trotzdem sagen, jemand, der ein super billiges Reiseland sucht in Europa, der sollte auf jeden Fall in Albanien vorbeischauen. Und ja, eine Reise ist es auf jeden Fall wert. Ciao!